Willkommen zu dem Video. Ich bin Eva, zertifizierte Ernährungsberaterin. Aber in diesem Video will ich über ein spannendes persönliches Thema reden, weil ich hoffe wirklich, dass es anderen Leuten hilft, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder sich ähnliche Gedanken machen und nicht genau, und einfach jemanden brauchen, der es auch sagt, damit sie sich verstanden fühlen. Und genau, deswegen will ich so ein kurzes Update geben, was ist so passiert, seitdem ich zurück auf die Kanaren bin. Also, für die, die es nicht wissen, ich habe schon mal auf den Kanaren gewohnt. Für eine längere Zeit hatte auch eine Beziehung. Als sie aber kaputt geht, oder nicht, aber als wir uns getrennt haben, bin ich nach Deutschland zurück, habe dann da eine Zeit gewohnt, bin dann viel gereist, habe auch in Spanien gewohnt und bin jetzt hier wieder zurück auf die Kanaren. Und es ist sehr, es war sehr interessant zu sehen, wie stark ich mich verändert habe als Person in der vergangenen Zeit, wo ich nicht auf den Kanaren gewohnt habe. Und würde einfach meine Eindrücke ein bisschen teilen. Zum Ersten ist, dass ich das Verlangen habe, viel, viel mehr in die Natur zu gehen, weil ich glaube, jetzt, wo ich extrem viel arbeite und halt sehr viel vom Laptop bin, merke ich richtig, wie mir das gut tut, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich zum Beispiel, also ursprünglich bin ich aus einem Dorf, in der Natur praktisch, kleines Dorf, nicht in der Nähe von München, aber Einzugsgebiet München. Und als Kind fand ich es richtig cool, als Jugendlicher fand ich es gar nicht cool, weil es so klein war und so limitiert war und auch die Denkweise in einem Dorf ist halt eher konservativ und eher nicht offen für Neues, sondern eher gegen alles Neues. Und da wollte ich immer ausbrechen und ich glaube, dass sich das jetzt verändert hat, zumindest weil Las Palmas, also die Hauptstadt von Gran Canaria, wo ich jetzt bin, ist eine Stadt, die ist eigentlich ganz cool, aber es hat überhaupt keine Grünflächen. Also man hat keine wirklichen Parks, sondern man hat halt diesen Stadtstrand und das ist schon cool. Aber mir fehlt es richtig, einfach so in der Natur zu sein. Und deswegen hat sich bei mir so dieser Wunsch aufgetan, dass ich irgendwann mal in der Zukunft erst miete und dann irgendwann kaufe, wenn es irgendwie möglich ist, eine Finca auf den Kanaren. Einfach mehr in der Natur, nicht komplett abgeschieden, aber einfach eine echt schöne, so ein kleines Häuschen in der Natur mit vielleicht zu kleinem Garten, Terrasse, und das wäre definitiv mein Traum, mehr in der Natur zu sein, weil vor allem, wenn man viel arbeitet vorm Laptop, was ich mache, dann im Endeffekt kann man die ganzen Sachen in der Stadt eh nicht wahrnehmen, also die ganzen Events kann man ja eh nicht machen, weil man ja so viel arbeitet, deswegen ist bei mir so dieser Wunsch aufgekommen, irgendwann in der Zukunft eine Finca zu haben. Vor allem, weil auf den Kanaren halt das Wetter echt das ganze Jahr über richtig gut ist und weil man da auch richtig coole Sachen anbauen kann, wie zum Beispiel so ein Feigen- oder Feigenbaum, Papayabaum, Avocadobaum, so Salat anbauen, das wäre definitiv ein Traum von mir. Muss ich einfach mal schauen, wie ich das die nächsten Jahre umsetze, weil das Problem ist halt, und es ist richtig ätzend, dass zum Beispiel in Deutschland die Jobsituation eigentlich schon gut ist, also man wird relativ, kommt drauf an, aber relativ findet man schon einen Job, kommt voll drauf an, aber auf jeden Fall auf den Kanaren ist die Jobsituation schwieriger, also zumindest was man erhält an Lohn ist viel geringer. Und dementsprechend müssen viele Leute teilweise zwei Jobs machen, damit sie durchkommen. Dementsprechend ist es für mir ein Anliegen, dass ich mein Unternehmen wirklich hochbringe. Dass ich, dass ich einfach von meinem Unternehmen Vollzeit leben kann. Und es ist so schwierig, aber Schritt für Schritt komme ich dahin. Auf jeden Fall, das ist mein Traum. Und ich freue mich aber auch schon, wie ich euch da begleite, also wie ihr mich begleiten könnt auf diesem Weg, wie ich es zu diesem Ziel schaffe, weil es ist definitiv kein leichtes Ziel, aber es ist definitiv ein Ziel, das ich habe und da bin ich schon gespannt, wie ich das mache und welche Schwierigkeiten auch aufkommen, aber ich freue mich auf jeden Fall. Bin ganz gespannt, wie ich das mache. Ich würde auch voll gerne mal wieder einen Hund haben und einfach, weil ich bin die letzten Jahre bin ich so viele Eindrücke, so viel gereist, in so vielen Teilen der Welt gewohnt und so. Und es waren so viele Eindrücke. Und ich finde einfach, wenn man so eine Homebase hat, so ein Haus hat, so eine kleine Finke hat,
wo man zurückkommen kann. Das ist einfach, ja, richtig gut, weil zum Beispiel, wenn man in Miete ist, kann man eigentlich jederzeit rausgeschmissen werden, wenn der Vermieter Eigenbedarf anmeldet. Deswegen, ja, wäre es einfach cool, wenn man so eine Finke hat, die einem gehört. Ja, deswegen mal schauen, wie ich das irgendwann umsetze, vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Mal schauen. Aber es wäre definitiv ein Traum von mir. Genau, also das war so der erste Punkt, wie ich mich einfach verändert habe, weg von Stadtleben zu mehr Landleben. Und ich glaube, es kommt echt darauf an, um welche Stadt es sich handelt. Zum Beispiel München ist ja echt eine schöne Stadt, wo man extrem viele Grünflächen hat und die Stadt auch sehr weit ist. Also wahrscheinlich könnte ich mir auch voll vorstellen, in München zu wohnen, aber es ist halt teuer. ja, aber auf den Kanaren definitiv irgendwie eine Finca eher, vielleicht nicht ganz abgeschieden, aber definitiv in mehr Natur. Bin ich schon gespannt, wie ich das mache. Und dann der zweite Update, über das ich reden will, ist generell habe ich mir Gedanken gemacht zu den 20ern. Dieser Jahresabschnitt zwischen Schule aus und wirklich dann die 30er, wo man mehr gesettelt im Leben ist. Und ich glaube, die 20er für viele Leute, für mich auch, ist einfach eine Zeit, wo man die Welt kennenlernt. Ich finde, in der Schule wird man nicht auf die Welt vorbereitet, also gar nicht. Also manchen Aspekten schon, aber in vielen Aspekten, vor allem wenn man sich selbstständig machen will, wenn man in einem anderen Land wohnen will etc., wird man nicht wirklich, oder auch in Sachen romantischer Beziehung oder Traumaaufarbeitung etc., ist gar nichts dabei in dem Schulcurriculum. Und das finde ich extrem schade. Und ich finde deswegen, wenn jemand gerade in dieser Phase ist von diesen 20er und der da einfach beispielsweise eine Ausbildung macht für einen Bereich und dann feststellt, das gefällt mir gar nicht, oder ein Studium macht in eine Richtung und dann feststellt, okay, der Job ist okay, aber der vielleicht das Geld ist gar nicht gut oder was auch immer, oder mir macht der Job doch keinen Spaß, dass es okay ist, Sachen auszuprobieren und dann festzustellen, die Realität ist anders, als wie man sich das gedacht hat. Und ich glaube, das ist auch für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute einfach eine Realität ist und eine normale Folge ist von unserem Schulsystem, dass man einfach auf gewisse Sachen nicht vorbereitet wird und deswegen es okay ist, wenn man da struggelt. Und ich habe auch das Gefühl für mich in meinen 20ern, dass das einfach eine Phase ist, wo ich extrem viel ausprobiere. Also ich bin ja gereist in Asien und so weiter und so fort, also habe viel ausprobiert. Und auch wenn man dann das Gefühl hat, dass man irgendwie Fehler macht, dass es okay ist, weil man immer näher zu dem kommt, was man eigentlich machen will im Leben. Und dementsprechend ist es okay, wenn man Sachen ausprobiert und wenn man Sachen einfach für sich selber erst entdecken muss. Und ich glaube, das muss ich mir selber auch immer vergegenwärtigen, dass es okay ist, wenn man Sachen ausprobiert. Aber es ist natürlich, jede Situation ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn ich Kinder hätte, würde ich jetzt auch nicht viel ausprobieren. Da würde ich eher Stabilität als oberstes Priorität setzen. Aber dementsprechend, ja, jede Lebenssituation ist anders. Aber wenn du in dieser Situation bist, wo du, es kann auch sein, dass du älter bist, vielleicht 40, aber du stellst einfach fest, okay, den Job, den du jetzt machst, der erfüllt dich einfach nicht oder nicht mehr und du willst irgendwas Neues ausprobieren und du bist jetzt in dieser Findungsphase wieder, dich selber zu finden, dass es okay ist, dass es okay ist, dass man so Phasen hat im Leben. Und das letzte Update, das ich geben will, weil vielleicht, wenn ihr schon länger auf YouTube hier dabei seid, dann wisst ihr, dass ich ja eben diese Beziehung auf Gran Canaria habe und ich habe viele Videos darüber gemacht, nachdem die Beziehung geendet hat, was ich daraus gelernt habe und wie ich mich verändert habe. Und dementsprechend will ich jetzt diesen Schluss auch über YouTube geben. Also ich habe mich mit meinem Ex-Freund getroffen und wir haben einfach ganz viel über alles geredet und es war ein super schönes Ende, weil im Endeffekt, wo ich von den Kanaren nach der Trennung weggegangen bin, haben wir uns praktisch 1,5 Jahre gar nicht mehr gesehen und es waren so viele Sachen noch, wo ich immer einfach im Hinterkopf hatte, wo für mich kein Schluss so da war oder ich einfach nochmal drüber reden wollte und deswegen war es extrem gut für mich einfach, um einen Abschluss zu finden, mich nochmal zu treffen, über alles reden und das war sehr, sehr schön und es hat mir einfach verdeutlicht, dass wir keine Zukunft haben, dass einfach ja unsere Version von wie wir unser Leben uns vorstellen sehr anders ist, aber trotzdem
dass definitiv in der Beziehung Liebe da war, auf jeden Fall. Und das ist was ist, wo ich extrem dankbar bin, einfach für diese erste Beziehung, weil ich extrem viel gelernt habe über mich selber. Und weil es einfach eine Beziehung ist, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und es ist auf jeden Fall ein schönes Ende. Und es war auch ganz spannend zu sehen, weil ich habe für mich zumindest das Gefühl, dass in der Beziehung wusste ich gar nichts, wie so eine gesunde Beziehung aussieht und wusste nicht, was richtig, was falsch und war sehr jung, auch in meiner Mentalität. Und dann eben nach der Trennung habe ich viel so Therapie und so Zeug gemacht und fühle mich viel mehr als Frau. Und es war sehr spannend, dann einfach meinen Ex-Freund wiederzutreffen und zu sehen, wie ich anders auftrete in dem Gespräch. Ja, deswegen war es ein sehr, sehr interessantes Gespräch und es war sehr gut, einfach dieses Ende für mich zu haben. Und für mich ist es jetzt beendet und ich kann völlig das loslassen. Also es war ganz schön. Genau, also das war einfach so ein kurzes Update, das ich geben will, weil ich finde es einfach spannend in den 20ern, wie stark man sich verändert oder zumindest wie stark ich mich veränderte und wie viele Sachen, wo ich gedacht habe, sie machen Sinn, machen dann keinen Sinn. Ja, also es ist definitiv eine spannende Zeit. Ich bin gespannt, wie ich es in der Zukunft machen werde. Aber ja, toi, toi, toi. Und wie ich jetzt weiter vorgehen werde, ich will immer noch mein Unternehmen machen. Das ist immer noch meine Priorität Nummer 1, dass ich das hinkriege. Genau, aber es ist ein harter Weg, aber Schritt für Schritt. Wenn ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen habt, dass ihr euch überlegt, okay, Stadtleben oder Landleben oder Beziehung, keine Beziehung, reisen, nicht reisen, wenn ihr irgendwie in immer diesen Transitionsphasen seid von vielleicht, dass ihr ein gewisses Ziel habt, aber ihr seid noch nicht an diesem Ziel angekommen, sondern noch in dieser Phase drin, schreibt es einfach in die Kommentare, vielleicht helfen eure Erfahrungen auch anderen Menschen. Und wenn ihr euch für Ernährung interessiert, ganz wichtig, ich habe ein echt super Programm, schaut es euch an. Ich habe extrem viel Arbeit reingesteckt, damit es auch sehr gut wird und bin sehr stolz drauf. Also schaut euch auf jeden Fall das Programm an, der Link ist in der Infobox und liked das Video, wenn es euch gefallen hat oder abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Ich teile ganz viel zur Ernährung und auch meinen persönlichen Weg einfach. Bin selber ganz gespannt, wo es mich noch hinführt. Und ja, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen und alles, alles Liebe. Ciao, ciao.